Dann haben wir einen gemeinsamen Probentermin vereinbart und haben geprobt und haben gewusst, dass wir füreinander bestimmt sind. Seit einiger Zeit hat Barbara Pachel-Eberhardt ihr Herz einem neuen Mann geöffnet. Mein neuer Partner hat mir dieses Hineingehen in die neue Beziehung sehr, sehr leicht gemacht. Vor allem deshalb, weil er in keinem Moment von mir verlangt hat, dass meine Vergangenheit draußen vor der Tür bleibt. Er hat das mit hineingenommen, er hat mich durch diese ganze Trauerarbeit begleitet und er hat mir sogar immer signalisiert, dass das für ihn eine Bereicherung ist und keine Belastung. Er war dankbar für diesen Weg, den er da auch an meiner Seite gehen durfte. Doch diese Liebesbeziehung ist für viele Freunde von Barbara Pachel-Eberhardt unverständlich und unverzeihlich. Sie kehren ihr den Rücken. Eine trauernde Frau muss trauern, heißt es. Ich finde es interessant, dass jeder so ein konkretes Bild davon hat, wie er sich verhalten würde, wenn ihm die ganze Familie sterben würde. Ja, ich kann weinen, ich kann mich hinlegen, das tue ich auch. Ich kann ganz dunkle Phasen haben, aber irgendwann muss das wieder vorbei sein. Das Leben rüttelt einen immer wieder und klopft an die Tür und sagt, bist du schon so weit? Kommst du? So wie meine Kinder das gesagt haben. Jetzt, jetzt spielen. Barbara Pachel-Eberhardt ist aus der Steiermark, wo sie mit ihrer Familie gelebt hatte, nach Wien gezogen. Zurzeit macht sie eine Ausbildung zur Artentherapeutin. Wenn ihr das Lachen ihrer verstorbenen Kinder fehlt, trifft sie gerne ihre Nichte. Was ich momentan zur Seite schiebe, ist der immer noch sehr drängende Wunsch nach einem neuen Kind. Weil lange Zeit die Angst da war, ein klaffendes Loch einfach nur stopfen zu wollen mit einer Art Ersatz. Und das möchte ich wirklich einem kleinen Menschen nicht antun, dass er Ersatz für irgendjemanden sein soll. Deshalb habe ich das lange, lange zur Seite geschoben und traue mich jetzt langsam, diesen Wunsch auszusprechen. Den inneren Kontakt mit ihren verstorbenen Kindern und ihrem Ehemann hat Barbara Pachel-Eberhardt erhalten. Nach wie vor schreibt sie Briefe an sie. Helis Stimme, die Wahl seiner Worte, sein Dialekt und seine Späße sind mir fast so vertraut wie meine eigene Sprache. Meine Stimme und die meines Mannes befinden sich in ständigem Dialog miteinander. Alte, scheiß da nix. Wie oft hat Heli mich so aufgemuntert, wenn ich mir wieder einmal Sorgen machte oder Probleme wälzte. Heli, ich nehme dich ernst in all deinem Humor. Ich höre dir zu, ich lerne von dir. Ich scheiß mir nix, wann immer es geht.